Dramatische Szenen am Dienstag im galizischen Ogrove, südwestlich von Santiago de Compostela und an der nordwestlichen Küste Spaniens gelegen. Eine Touristenfähre hatte Feuer gefangen, nachdem sie mit einem anderen Boot zusammengestoßen war. An Bord seien rund 50 Personen gewesen. Nach Angaben der Rettungskräfte wurden zwei davon schwer verletzt und mit Brandwunden ins Krankenhaus gebracht.